würde ich aufrufen, den Tagesordnungspunkt 112. Wir treten ein in die Tagesordnung. Das ist die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes 20-3085 zu 20-3050. Kollege Decker, Wolfgang Decker, würde ich bitten zur Berichterstattung. Ich würde Ihnen vorschlagen, der Kollege Decker ist auf dem Weg, dass wir so verfahren, Opposition fängt an, das heißt, die SPD würde beginnen, dann würde Regierungsfraktion, Grüne würden dann, wenn sie einverstanden sind, dann würden wir nächstgrößere Oppositionsfraktion, AfD, dann die FDP, dann die CDU und dann die Linke. Sind Sie einverstanden? Wollen wir so machen? Oder kann man auch dann im Verfahren ändern, wenn Sie wollen? Also, ich bin jederzeit hier und bereit, die Dinge zu ändern. Kollege Decker, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind, dass ich beide Beschlussempfehlungen gerne gemeinsam vorlese. Dann haben wir das schneller erledigt. Kolleginnen und Kollegen, zunächst die Beschlussempfehlung zum Gesetz Fraktion CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN zum zweiten Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes. Die Beschlussempfehlung lautet wie folgt. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dies geschieht mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN gegen die Stimmen SPD, AfD und Freie Demokraten bei Stimmenthaltung der LINKEN. Und schließlich noch Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen. Hier lautet die Beschlussempfehlung, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Dies geschieht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD und Freie Demokraten bei Stimmenthaltung von AfD und der Fraktion DIE LINKEN. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Ich darf die Aussprache öffnen, wenn Sie einverstanden sind. Kollege Warnecke ist der erste Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten. Redezeit sind 10 Minuten. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke schön. Keine Schärfe. Vielen Dank. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Zeiten wie diesen haben Bürgerinnen und Bürger Angst, alleine gelassen zu werden. Gerade in Zeiten wie diesen haben Bürgerinnen und Bürger Sorgen um ihre Gesundheit, um ihre Zukunft, um konkrete wirtschaftliche Nöte. Und in Zeiten wie diesen ist die Wahrung der demokratischen Rechte und Regeln die Bewährungsprobe. Denn in Zeiten wie diesen wird nicht selten so getan, als wenn eben diese Rechte und Regeln hinderlich seien. Auch in Zeiten wie diesen wird in vielen Ländern Europas von der Welt ganz zu schweigen, Schritt für Schritt nicht ein Mehr an Demokratie gewollt. Ja, es wird Mitbestimmung, es wird Demokratie abgebaut. Denn in Zeiten wie diesen steht die zweite Gewalt, die Regierung, im Mittelpunkt, so wird behauptet. Wenn in Zeiten wie diesen aber die Regierung nicht optimal arbeitet, wie es sonst auch manchmal natürlich nur vorkommt, soll die erste Gewalt, das Parlament, sich mit Kritik zurückhalten, am besten ganz darauf zu verzichten. Zu allen Zeiten ist dies nicht die Position der Sozialdemokratie. Denn nicht nur in Zeiten wie diesen haben wir uns unermüdlich anhaltend um Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bemüht. Es wird nicht immer so empfunden, gesehen und wahrgenommen. Das wissen wir. Das ist die Last, die die Sozialdemokratie zu tragen hat. Und gerade daher, in Zeiten wie diesen, reagieren wir sehr empfindlich, wenn Parlamentsrechte beschnitten werden sollen. Historisch waren es immer Begründungen außergewöhnlicher Situationen, die Parlamentsrechte einschränken, die das Parlament als solche mindestens der parlamentarischen Opposition Rechte genommen haben. Und ist es nicht so etwas, was Sie da vorlegen mit dem Gesetz Mehrheit ist Wahrheit? In der Kommunalpolitik gibt es einen simplen Satz, den Sie vielleicht kennen. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Da steht somit in dem Gesetz zur notwendigen Zweidrittelmehrheit nicht, wenn das nicht geändert wird, weil es einer Regierungsmehrheit gefällt. Das steht da nicht. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sollen somit Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten verstehen? In Deutschland gibt es übrigens mehr als ein Land, das eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Es sollen wohl 4 sein. Nur in Hessen soll es übrigens abgeschafft werden, diese Zweidrittelregelung. Nur in Hessen. Angeblich, weil sie nach ein paar Tagen sich nicht bewährt hat. Ein paar Tage. Soll das heißen, weil die Regierung nicht in der Lage ist, mit einem weiteren Nachtragshaushalt für dieses Jahr das notwendige Geld
kleinteilig, wie ich verstanden habe, zu verausgaben. Es gab ja bereits einen für die kleinteiligen Ausgaben, 3,2 Milliarden schwer, einstimmig hier im Landtag verabschiedet. Es geht also mit einem Nachtragshaushalt. Und wenn ich das so sagen darf, lieber Herr Kaufmann, als gemeinsamer Sprecher der beiden Regierungsfraktionen, der es vorgetragen hat, wir sollten in der Tat überlegen, wann der nächste Haushalt bevorsteht. Demnächst. Sie brauchen aber offenkundig neben einem Nachtragshaushalt, den Sie selber heute auch noch einbringen, 4 Milliarden schwer oder den wir jetzt noch einmal in einer weiteren Lesung behandeln, einen Nachtragshaushalt, nicht nur das Sondervermögen. Sie brauchen einen Nachtragshaushalt, um sicherzustellen, dass die Ausgaben, die kleinteiligen, die die Landesregierung vornimmt, auch beschlossen werden können. Sie brauchen dafür gar kein Sondervermögen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum bestehen Sie dann darauf? Sie haben jetzt wahrscheinlich schon in Ihren Ministerien, Herr Boddenberg, als der abfragende Minister, einen Haufen von Voranmeldungen, möglichen Verschiebungen, neuen Vorschlägen, die bei Ihnen auflaufen. Und dieser Haushalt steht, vermute ich, so wie es jedenfalls verabredet war, im Herbst zur Abstimmung. Das heißt, wenn wir jetzt demnächst in die Sommerpause gehen, das soll ja nicht mehr so lange hin sein, dann haben Sie einen Haushalt für 3,2 Milliarden. Wenn Sie uns nicht folgen, und meine Fraktionsvorsitzende hat gute Argumente dafür vorgebracht, gemeinsam mit der FDP vorgeschlagen, den Haushalt für 4,5 Milliarden Euro von uns, unseren Nachtragshaushalt, positiv zu bewerten, dann haben Sie 7,2 Milliarden Euro für dieses Jahr. Und Sie wollen ernsthaft behaupten, dass das nicht langt, dass Sie dafür ein Sondervermögen brauchen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir uns überhaupt über eins nicht falsch verstehen, wir haben ja eine Gesetzesänderung vorgenommen. Wir haben die Frage der Zweidrittelmehrheit vielleicht im Nachhinein als Fehler auf Sie zugehend im Zusammenhang mit dem ersten Nachtragshaushalt von der absoluten zur einfachen Mehrheit heruntergeschraubt. Aber wir haben es gemeinsam gemacht. Und das ist der qualitative Unterschied, wenn man Minderheitenrechte nimmt. Sie wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Mehrheitsfraktionen, offenkundig, und das ist ja das Problem der Vermittlung in der Politik, ich nenne das immer persönlich Politik, weil viele Bürgerinnen und Bürger mir dann meistens sagen, obwohl ich gerne den Erklärbär spiele, das ist aber alles kompliziert, das ist typisch Ihr Politiker. Sie wollen dadurch, dass Sie alles noch komplexer machen und nicht noch weniger, sondern noch komplizierter, am Ende bei den Bürgerinnen und Bürgern irgendeine Botschaft setzen und verkennen darüber, dass wir, ich weiß, mit einigem Zweifel bei den Regierungsfraktionen ja immerhin durchsetzen konnten, dass wir 6 Anzuhörende hatten zu diesem Haushalt. Das war ja übrigens auch vorher nicht vorgesehen. Das war offenkundig der Druck der Opposition, der dazu geführt hat, zumindest die kommunalen Spitzenverbände, den LWV und den Rechnungshof anzuhören. Über andere Organisationen mag ich angesichts des Votums, das die abgegeben haben, gar nicht nachdenken. VHU, Steuerzahlerbund, selbst der DGB würde natürlich, wenn er fachlich auf die 12 Milliarden guckt, eine Menge dazu zu sagen haben. Stellen wir uns dann noch vor, da werden die Erzieherinnen und Erzieher direkt Betroffene eingeladen worden oder die Verkäuferinnen und Verkäufer, möglicherweise auch die von Karstadt. Stellen Sie sich vor, wir hätten darüber hinaus überlegt, da wir die Organisationen ja auch noch hatten neben der VHU, die sich mit ihrer Positionierung nicht ganz einverstanden erklären konnte. Ich sage es nachher. Stellen Sie sich vor, die wären auch noch da gewesen, und wir hätten dort ausführlich über dieses Gesetz diskutiert, und Sie hätten von allen im Wesentlichen negative Botschaften bekommen, dann auch noch öffentlich. Das wäre doch sicherlich nichts gewesen, mit dem Sie hätten sagen können, das ist jetzt der Rückhalt. Und es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Anhörung auch nicht so, wie hier behauptet wurde, dass es dort keine Kritik gegeben hat. Der Rechnungshof hat sehr deutlich gemacht, ohne dass er sagen will, dass das jetzt sein muss, dass jedenfalls das, was wir davor haben, so nicht funktioniert. Und ich will auf einen Aspekt hinweisen, der nicht ganz ohne ist. Auf die Nachfrage, worauf sich denn Haushalte stützen, hat der Rechnungshof sehr deutlich formuliert, Steuerschätzung. Nun ist es ja so, dass die Steuerschätzung, die wir jetzt gerade zur Grundlage Ihres Schattenhaushaltes machen, aus dem Mai stammt bzw. für den Mai gilt. Sie haben jetzt schon im Blick die Steuerschätzung im September. Und vielleicht haben wir noch eine Steuerschätzung im November. Jetzt habe ich mich gefragt, warum wollten Sie diesen Satz nicht für so wichtig nehmen, wie er ist?
weil Sie den Kommunen sagen, für euch gibt es maximal in einem Zeitraum von 4 Jahren, Corona-bedingt, 2,5 Milliarden. Mehr sind in unserem Schattenhaushalt nicht vorgesehen. Und jetzt verhandeln wir mit der Legitimation des Parlaments, weil das Parlament hat uns als Landesregierung nur 2,5 Milliarden gegeben. Mehr haben wir nicht. Wir könnten jetzt wieder darüber reden, dass wir dann vielleicht noch einen Nachtragshaushalt machen. Aber der ist ja aus Sicht der Regierung, und da sind wir gespannt, für die nächsten 4 Jahre ausgeschlossen. Es gibt keine Nachtragshaushalte mehr, weil Sie jetzt ja genügend Geld im Sondervermögen haben. Und ich kann mir nichts vorstellen, angesichts der Situation, wie Sie mit dem Thema umgegangen sind, was irgendwie legitimiert, noch einen Nachtragshaushalt zu machen. Denn man muss immer wissen, bei der Planwirtschaft ersetzt die Nichtvorhersehbarkeit den Irrtum. Und da Sie jetzt Planwirtschaft machen, bitte schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und warum ist uns das mit den Kommunen so wichtig? Weil mein Kollege Marius Weiß zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir eine kommunal sehr verankerte Partei sind. Und jetzt kann man auch das wieder bewitzeln. Kann man machen. Ich kann Ihnen nur sagen, für unseren Landkreis beispielsweise braucht jede Partei, die volle Listen haben möchte, und welche Partei träumt nicht davon, alle Mandate jedenfalls potenziell erobern zu können, 651 Personen. Das heißt also, wir müssen daran denken, wie viele Menschen ehrenamtlich in unserem Lande Kommunalpolitik machen. Das ist nur für so einen kleinen Landkreis wie Hersfeld-Rotenburg mit 120.000 Einwohnern der Fall. Und denen sagen Sie von vornherein, Freunde, hört zu, das ist die Vorgabe der großen Politik, und mehr gibt es am Ende auch nicht, egal wie ihr euch da mit den Problemen vor Ort rumschlagen müsst oder nicht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann eigentlich nicht das Ziel der gesamten Debatte sein, sondern Sie müssten offener sein zu dieser Fragestellung. Denn in diesem Jahr werden wir, und zwar auch Sie, 2 Nachtragshaushalte beschließen und einen Haushalt. Und Sie behaupten ernsthaft, das sei ein Problem der Kleinteiligkeit? Wenn Sie uns sagen wollen, und das könnte ich ja verstehen, stellt dem Finanzminister, dem Herrn Ministerpräsidenten, den Ministerinnen und Ministern pauschal eine Summe, sagen wir mal, von 28 Milliarden zur Verfügung. Die wissen schon, was sie damit machen. Wenn das Ihre Diktion ist, kann man das nachvollziehen. Aber wenn ich mir angucke, was Sie alles en Detail selber ja wahrscheinlich schon notieren haben, mit Corona verbinden, kann ich nicht behaupten, dass das nicht kleinteilig wäre. Aber behaupten können wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das, was Sie hier machen, alles andere ist als transparent. Und wenn ich das richtig sehe, ist die Zeit abgelaufen, ist das richtig, Herr Präsident? Ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann darf ich Sie, ja. Ich wollte ja nur nicht, dass es nachher hier Ärger gibt mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich hätte zu lange geredet. Darf ich vielleicht mit einem Punkt schließen, der mich an die Ausgangsposition noch einmal zurückführt, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das darf ich vielleicht sagen. Die Ausgangsposition war in Zeiten wie diesen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich neulich gefragt, weshalb ich so irgendwie, ich habe gedacht, Mensch, wie ging es dir jetzt im ungarischen Parlament? Wenn du einfach siehst, dass eine Regierung sagt, wir killen einfach die Möglichkeiten, die eine Minderheit hat. Ohne Not und ohne mit der Minderheit, um Mehrheiten zu werben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegen Sie sich dies. Eine große Liberale aus Hessen hat mal so schön formuliert in anderem Zusammenhang, das ist das Odium des verletzten demokratischen Anstands. In diesem Sinne alles Gute, und ich hoffe, dass wir eine gute Beschlussfassung hinkriegen. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Warnecke. Der erste Redner, der selbst auf das Ablaufen der Redezeit hingewiesen hat. Insoweit habe ich sozusagen noch einen kleinen Ehrlichkeitszuschlag gegeben beim Überschreiten der Redezeit. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis, lieber Kollege Warnecke. Ich darf aufrufen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen den Kollegen Frank-Peter Kaufmann. Herr Präsident, meine sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der zweiten Lesung schauen wir uns üblicherweise das Gesetz, seinen Inhalt und seine Begründung etwas genauer an. Das möchte ich jetzt auch tun und nicht, wie mein Vorredner so, sagen wir, allgemeine Vergleiche in Europa und der Welt hier veranstalten. Bevor ich aber zum konkreten Gesetz komme und damit auch ein Stück weit zu dem, was gesagt und insbesondere auch der Öffentlichkeit seitens von SPD und FDP mitgeteilt wurde, möchte ich doch noch einmal auf diese meiner Ansicht nach völlig unzulässigen Angriff eingehen. Sie, ich meine damit SPD und FDP, sprechen in der Öffentlichkeit von einem Anschlag auf die Rechte des Parlaments.
Da kann ich nur sagen, ja, geht's noch? Viel dramatischer kann man sich doch überhaupt nicht verrennen. Sie verwechseln die Rechte des Parlaments mit Ihrem Einfluss als Opposition auf Entscheidungen. Die Rechte des Parlaments. Die Rechte des Parlaments stehen überhaupt nicht zur Debatte. Sie bleiben insgesamt völlig unangetastet. Was Sie wollen, ist eine nachträgliche Veränderung des Wählerwillens vom 28. Oktober vor vergangenen Jahres. Der hat Ihnen nun einmal die Oppositionsrolle zugewiesen. Jetzt wollen Sie eine Regelung überstrapazieren, um faktisch mitzuregieren, indem Sie in den kommenden Jahren die Haushalte entscheidend mitgestalten. Da sage ich gleich ab vorab, das wird Ihnen nicht gelingen. Meine Damen und Herren, wenn wir die Argumente zur Historie dieser Zweidrittelmehrheitsregelung beleuchten, dann stellen wir fest, dass es hier im Haus Fraktionen gibt, die durchgängig ihre Position gehalten haben und solche, die ihre Position deutlich verändert haben. In der ersten Lesung zum aktuellen Änderungsgesetz hat der Kollege der Sozialdemokraten, ich zitiere, jeglichen Funken Scham und Anstand beim Vorredner vermisst. Selbst aber war er nicht in der Lage, auch nur mit einem Wort den Meinungsschwenk der SPD zu begründen. Der heutige Redner hat das gleichermaßen nicht getan. Sie haben keine Begründung, warum Sie Ihre Position geändert haben. Meine Damen und Herren, wir sollten uns erinnern, immerhin hat die SPD im Frühsommer 2013 das Gesetz, über das wir jetzt reden, genau wegen der Zweidrittelmehrheit unter anderem abgelehnt. Heute wird das genaue Gegenteil gefordert. Und die Veränderung dieses Punktes im Sinne des seinerzeitigen SPD-Antrags stößt nunmehr bei den gleichen Personen auf empörte Ablehnung. Da frage ich doch, was mag da nur vorgefallen sein, dass die frühere eigene Sichtweise nun als schamlos und unanständig empfunden wird? Geht es Ihnen, verehrte Kollegin Faeser, vielleicht doch primär um Macht und Einfluss? Meine Damen und Herren, der Inhalt der Gesetzesänderung als solcher ist ebenso einfach wie klar. Es geht darum, bei der Anwendung von Artikel 141 der Verfassung des Landes Hessen das Entscheidungsquorum des Landtags so zu bestimmen, dass ab sofort keine Abweichung von der generellen Vorgabe des Artikel 88 Verfassung mehr vorgesehen ist. Also die bisher einfach gesetzlich normierte Zweidrittelmehrheit in die verfassungsgemäß übliche Regelmehrheit abgeändert wird. Wie aus der schriftlichen Gesetzesbegründung, die Ihnen vorliegt, zu entnehmen ist, entspricht die neu vorgesehene Vorgabe exakt der Verfassungsnorm. Ernstzunehmende rechtliche Bedenken begegnen ihr also in keiner Weise. Im Gegenteil, wie bereits in der letzten Debatte angesprochen wurde, war es doch vor allem die SPD-Fraktion, die seinerzeit erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken an der Zweidrittelmehrheit vorgebracht hatte. Sie erinnern sich gewiss an die Zitate von unserem früheren SPD-Kollegen Norbert Schmidt. Ich zitiere, das ist die Zweidrittelmehrheit, wir halten das für rechtlich äußerst problematisch. So sagte er in der ersten Lesung zu dem Gesetz. Und weiterhin ist eine Zweidrittelmehrheit mit der Hessischen Verfassung vereinbar. Wir haben an dieser Stelle erhebliche Bedenken. Das waren seine Worte aus der zweiten Lesung. Infolge konsequenterweise hat die SPD-Fraktion dieses Gesetz hier im Landtag damals mit uns zusammen abgelehnt. Meine Damen und Herren, schauen wir also auf die inhaltliche Begründung im Gesetzentwurf, der jetzt ja eine Änderung vorsehen will. So ist diese klar und knapp und lautet, dass sich die bisherige Regelung im Verlauf ihres ersten Anwendungsfalls nicht als praktikabel erwiesen habe. Genau das ist doch offensichtlich der Fall. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der Opposition, dies genauer erläutert haben wollen, kann ich das gerne jetzt sofort tun. Aber bitte beschweren Sie sich anschließend nicht darüber, dass die Fakten für Sie nicht besonders schmeichelhaft sind.
Meine Damen und Herren, Artikel 141 Absatz 4 unserer Verfassung normiert die Möglichkeit, innerhalb der Schuldenbremse vom Verbot der Kreditaufnahme im Fall von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, von diesem Verbot abzuweichen. Die Verfassung gibt dabei ergänzend vor, dass die Abweichung, also die Schuldenaufnahme, mit einem Tilgungsplan versehen sein muss und die Kredite in einem angemessenen Zeitraum zurückzuführen sind. Das Gesetz beschreibt in seinem § 2, über den wir heute reden, diesen Sachverhalt genauso. Damit sollte eigentlich auch klar sein, und zwar für alle Beteiligten, wofür die Zweidrittelmehrheit bislang gebraucht wird, für die Punkte nach Artikel 141 der Verfassung. Ich betone, nur für diese Punkte. Das sind erstens die Frage, ob eine solche Situation, wie dort beschrieben, vorhanden ist. Das haben Sie alle schon einmal einstimmig beschlossen, dass dem so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mittlerweile anderer Meinung geworden ist. Zweitens, es geht ums benötigte Kreditvolumen. Und drittens, es geht um den Tilgungsplan, der dem angemessen vorgelegt werden muss. Meine Damen und Herren, nicht Gegenstand der Beschlussfassung nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes ist die Frage der Form der Abwicklung der Kreditaufnahme, ob sie jeweils über Kreditaufnahmen im und für das Haushaltsjahr selbst oder über ein Sondervermögen, dessen Mittel dann über die Jahre der Krisenbewältigung bedarfs- und zeitgerecht dem Haushalt zugeführt werden. Auch alle Themen betreffend Aufwandspositionen, wir haben es ja schon gehört hier, das heißt, wofür konkret wie viel Finanzmittel eingesetzt werden, gehören eindeutig nicht zu der Beschlussfassung nach § 2. Dabei handelt es sich nämlich bei dieser Beschlussfassung handelt es nämlich eindeutig um reguläre Haushaltsgestaltung, die auch über den Haushalt, wie wir wissen, über die Einzelpläne und die Ressorts dann etatisiert und abgewickelt werden wird. Also betrachten wir die Argumente von SPD und FDP, die Sie vorgetragen haben, warum Sie nach § 2 die Zustimmung in den bisherigen Rahmen verweigern. Die beiden Fraktionen lehnen das Sondervermögen ab. Wir haben es gerade wieder gehört. Sie wollen lediglich in einer Reihe von Trippelschritten Finanzmittel zur Bekämpfung der Krise und zum Wiederaufbau nach Ihrem eigenen Gusto zur Verfügung stellen. Und deshalb verweigern Sie sich der Zustimmung nach dem § 2 des Gesetzes. Sie kritisieren weiterhin auch vorab schon ziemlich heftig Inhalte aus dem Aufbauprogramm, befassen sich also mit Fragestellungen der Haushaltsgestaltung, dem originären Feld der Parlaments-, also der Regierungsmehrheit. Im Fazit sagen Sie Nein zur Kreditaufnahme aus Gründen, die gar nicht im Gesetz stehen. Sie nehmen die Regelung der Zweidrittelmehrheit, die bisherige, also zum Hebel, Sie könnten auch sagen zum Druckmittel, um Ihre Vorstellung der Haushaltsgestaltung gegen die Mehrheit im Landtag möglichst weitgehend durchzusetzen. Meine Damen und Herren, da gebe ich dann doch die Frage an die SPD zurück. Bei wem fehlen denn eigentlich Scham und Anstand jetzt wirklich? Meine Damen und Herren, die Koalition und die Landesregierung wollen, dass die Hessinnen und Hessen rasch und gut aus der Krise kommen und genau dafür ein verlässlich stabiles Hilfs- und Wiederaufbauprogramm wollen wir schaffen. Sie bei SPD und FDP lehnen dieses Sondervermögen ab und fordern immer wieder neue Kontoauszüge. Wir haben mit Engelszungen geredet. Sie halten stur fest an Ihren Forderungen. Meine Damen und Herren, da ist die Entscheidung klar und einfach. Klar und einfach. Am Ende muss das Wohl des Landes und seiner Menschen Vorrang haben. Also lösen wir Ihre Blockade durch diese Gesetzesänderung. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Heidkamp. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! An der Farbe Ihrer Hemden sollt ihr sie erkennen.
In der FAZ vom 29.06.2020 lesen wir, dass der Rechnungshof in Berlin massive verfassungsrechtliche Bedenken gegen die vom Bund geplante Neuverschuldung von 219 Milliarden € hat. Es geht insbesondere um den Vorrang der Auflösung von Rücklagen und nicht beachtete Haushaltsgrundsätze wie Jährlichkeit, Haushaltsehrlichkeit. Otto Fricke, FDP, spricht von Haushalts- und Buchungstricks der zukünftigen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Wolfgang Steiger. Generalsekretär vom CDU-Wirtschaftsrat sagt, kein Mensch würde einerseits Schulden machen und gleichzeitig eine vorhandene hohe Rücklage von 48 Milliarden € nicht angreifen. Tauschen Sie den Namen aus und die Größenordnungen an, und Sie glauben, der Artikel spreche von Hessen. Wir haben uns in die Vorgeschichte und die Entwicklung der Schuldenbremse in Hessen seit dem Jahre 2013 vertieft eingelesen und haben grundsätzliche Überlegungen, Anträge und Gesetze gefunden, mit denen wir auch heute noch als Alternative für Deutschland konform gehen. Wir hätten zugestimmt. Die damalige CDU-FDP-Regierung mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Jörg-Uwe Hahn und dem Finanzminister Thomas Schäfer haben damals etwas Bemerkenswertes geschafft. In einer Demokratie ist es gewiss nicht selbstverständlich, dass regierende Parteien aus freien Stücken strenge Regeln der Haushaltsdisziplin aufstellen und sich auch noch diszipliniert unterwerfen, aus Einsicht in das Problem der die Haushalte ruinierenden Wahlversprechen. Spätestens im Haushaltsjahr 2020 sollte ein zumindest ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Dann kam Schwarz-Grün. In der Drucksache 18/723 von CDU und FDP fanden wir folgende prägende Sätze zum Artikel 141 Gesetz. Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 2 im Einzelfall erfordert im Gegensatz zu üblichen Gesetzgebungsverfahren einen Beschluss von 2/3 der Mitglieder des Landtages. Durch die erforderliche Mehrheit von 2/3 des Landtages soll die Hürde für eine Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 2 so weit erhöht werden, dass eine missbräuchliche Inanspruchnahme ausgeschlossen ist. Ich wiederhole, eine missbräuchliche Inanspruchnahme soll ausgeschlossen werden. Solche Gedanken entsprechen uralten Erfahrungen. Ich zitiere das Evangelium, Matthäus Kapitel 26, Vers 41. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist oft schwach. Dann folgt ein weiterer, schon programmatisch anmutender Satz. Die zeitnahe Rückführungspflicht der in der Ausnahmesituation aufgenommenen Schulden stellt sicher, dass durch diese Schulden kein Anreiz geschaffen wird für eine extensive Auslegung der Ausnahmeregelung. So wie es aussieht, hat die Regierung es nicht geschafft, dem Anreiz der Versuchung zu widerstehen. Die Schuldenbremse ist ein maßgeblicher Grund dafür, dass Hessen und sogar Deutschland die Verschuldung des Staates stoppen und sogar zurückführen konnte, weil wir eben in einer Phase der Hochkonjunktur genau das getan haben, was uns die Ökonomen ins Gebetbuch geschrieben haben. Wir haben Schulden abgebaut und gespart. Deswegen kann Deutschland und kann Hessen die folgende Pandemie leichter verkraften und überwinden. Das ist die Leistung unserer Bürger. Und daraus entstehen keine moralischen Verpflichtungen für Länder, die diese Anstrengungen nicht auf sich genommen haben. So ein wegweisendes Konzept wie die Schuldenbremse stellt man nicht leichtfertig aufs Spiel, zumal wenn es Alternativen gibt. Entsprechende Anträge haben wir im Haushaltsausschuss eingebracht, und wir hoffen, die Regierung zur Einsicht bringen zu können. Wir brauchen kein Sondervermögen, haben Sie auch gesagt, von 12 Milliarden € mit einer Tilgung über 30 Jahre. Ein zweiter Nachtragshaushalt, in unserem Fall von zusätzlichen 3 Milliarden € reichen erst einmal bis Ende 2020. Danach kann wieder ein ordentlicher Haushalt 2021 erstellt werden. In diesen Monaten tritt mit der Corona-Krise genau das ein, was in der Verfassung und dem Ausführungsgesetz 141 Gesetz mit weiser Voraussicht für den Fall einer Notsituation im Detail vorgesehen ist.
Sehr geehrter Herr Bouffier, ist leider nicht da, mit folgendem Satz diskreditieren Sie ohne jeden Grund Ihr eigenes Gesetz aus dem Jahre 2013. Dieses qualifizierte Mehrheitserfordernis hat sich bei der Bewältigung der Corona-Epidemie und ihrer Folgen als nicht praktikabel erwiesen. Diese Begründung ist doch schon deswegen fragwürdig, weil Ihre Regierung ja noch nicht einmal ernsthaft versucht hat, die von allen Fraktionen hier im Hause anerkannten Probleme im Rahmen der bewährten Gesetze und Ausführungsbestimmungen zu lösen. Worauf begründet diese Regierung denn ihre Einschätzung, dass die bestehenden Gesetze nicht praktikabel sind? Im Handstreich dagegen beabsichtigen Sie, in Abänderung eines von Ihnen selbst eingeführten Gesetzes eine sehr präzise formulierte und bisher erfolgreich eingesetzte Abstimmungsregel durch den sehr generellen Artikel 88 der Hessischen Verfassung abzulösen. Genauso könnten Sie heute auch alle Gesetzbücher ersetzen durch den Artikel 1, alle Menschen sind gleich. Sich mit konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen, ist offensichtlich nicht das Ding dieser schwarz-grünen Regierung. Das Verhalten aller Mitglieder dieses Hauses im März 2020 mit einer einstimmigen Verabschiedung aller von der Regierung eingebrachten Anträge des ersten Nachtragshaushalts 2020 straft die oben angeführte Begründung für ihr Vorgehen als vollkommen unglaubwürdig ab. Für eine Regierung, die so mit der Opposition umgeht, darf sich nicht wundern, wenn andere Motive hinter ihrem Handeln vermutet werden. Wir wissen alle, dass das Jahr 2020 und aller Wahrscheinlichkeit noch bis 2023 und darüber hinaus sehr schwierig werden. Uns ist allen ebenso bekannt, dass im Jahr 2021 in Hessen Kommunalwahlen und im Jahr 2023 die Wahlen zum Landtag anstehen. Wenn sie wenigstens 2024 einbezogen hätte, wäre es nicht so aufgefallen. Was liegt für eine Regierungskoalition, die sich Hoffnungen macht, auch in den nächsten Jahren die Mehrheit in Hessen zu stellen, näher als zu versuchen, die Menschen unter dem Einsatz spendabler Wahlkampfkassen etwas von der rauen Wirklichkeit abzulenken? Abzulenken von der Tatsache, dass nur ein kleiner Teil der anfallenden Ausgaben, Kosten und Investitionen wirklich und ausschließlich von Corona bedingt sind. 12 Milliarden Kredite auf einen Schlag sind für ein Land wie Hessen eine gewaltige Wahlkampfschatulle für die regierenden Parteien, die CDU und die Bündnisgrünen. 30 Jahre Tilgung, das ist unverschämt gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Wir halten den Preis für Ihre Ambitionen, Herr Boddenberg, für zu hoch. Wir plädieren für ein anderes, vorsichtigeres Vorgehen und sehen bemerkenswerte Schnittmengen mit den anderen Parteien der Opposition, mit dem Rechnungshof, mit den hessischen Wirtschaftsverbänden und sogar mit den Repräsentanten der Städte und Kommunen, die uns in einer Anhörung hier im Hause ihre bemerkenswerten Bedenken und Vorschläge mitgeteilt haben. Das Konzept eines Sondervermögens, welches ja in Wirklichkeit nur eine gewaltige Kreditermächtigung für mehrere Jahre ist, unter weitgehender Umgehung aller für Haushalte einzuhaltender Bedingungen und Kontrollmöglichkeit, löst keine Probleme. Die angeführten Begründungen halten einer kritischen Betrachtung nicht statt. Im Herbst 2020, unter anderem nach der bis dahin fälligen neuen Steuerschätzung, haben wir größere Klarheit über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Landes und des Bundes. Die Regierung kann die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland, in der EU und sogar in der Welt wesentlich besser einschätzen. Wir können uns auf die noch weitgehend fremde, uns immer noch vor große Überraschungen stellende Pandemie viel flexibler reagieren, wenn wir nicht vorher unser gesamtes Pulver verschossen haben. Brechen Sie Ihre Gesetzesinitiative ab. Verwässern Sie nicht unnötig die in der Verfassung verankerten Prinzipien der Schuldenbremse. Dieser Landtag hat der Regierung im März die Hand gereicht. Sie sollten den guten Willen der hier sitzenden Fraktionen nicht in den Wind schlagen. Es könnte sein, dass der Tag kommt, an dem Sie uns noch brauchen werden. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Kollegin Schardt-Sauer. Danke.
Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich sollte ja heute die dritte und abschließende Lesung des Nachtragshaushalts II beschlossen werden. Ein Nachtragshaushalt, der die aktuellen Steuerausfälle berücksichtigt und auffängt, aber zugleich auch ausreichend Mittel zur Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie zur Verfügung stellt. Denn jedem hier im Hohen Haus ist doch bewusst, dass die Corona-Krise eine große Herausforderung ist, die man gemeinsam bekämpfen muss. Deshalb haben wir hier auch dem ersten Nachtrag zugestimmt. Deshalb haben Freie Demokraten gemeinsam mit der SPD einen ausgefeilten Vorschlag für einen Nachtrag II vorgelegt. Wir waren und sind es immer noch bereit, alle notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise mitzufinanzieren. CDU und GRÜNE aber, stellen wir fest, haben sich für einen anderen, einen bequemeren Weg abseits des Nachtrags entschieden. Sie haben letzte Woche Dienstagmittag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Ausführungsgesetzes der Schuldenbremse vorgelegt. Sie haben mit Ihrer Mehrheit dafür gesorgt, dass die erste Lesung noch am Dienstag durchgeführt wurde. Am Mittwochabend im Haushaltsausschuss haben Sie sogar den Antrag auf Durchführung selbst einer schriftlichen Anhörung abgelehnt. Sie taten dies mit einer bemerkenswerten Argumentation. Rechtsfragen könnte man ja vor Gericht klären. Welche Arroganz, welches parlamentarische Selbstverständnis legt diese schwarz-grüne oder sollte man besser sagen grün-schwarze Koalition hier in dieser Krise an den Tag? Heute sind wir daher abweichend vom Programm befasst mit der zweiten Lesung Ihres Änderungsgesetzes. Übermorgen bereits soll die finale Lesung über die Bühne gehen, damit der Weg zur Aushebelung der Schuldenbremse frei ist. Werte Kollegen, die Schuldenbremse ist in Artikel 141 unserer Hessischen Verfassung verankert. Diese Regelung wurde von über 70% der Hessinnen und Hessen beschlossen. Es erfuhr breite Zustimmung. Der Landtag hat sich bei dem Ausführungsgesetz zu Artikel 141 eben auch von dieser hohen Zustimmung leiten lassen. Ihr Vorschlag, werte Kollegen von Schwarz-Grün, sieht nun die Streichung des Zweidrittelquorums vor. Als Begründung haben Sie ausgeführt, Zitat, diese einfach gesetzliche Selbstbindung des Parlaments hat sich im Verlauf Ihres ersten Anwendungsfalles als nicht praktikabel erwiesen. Nicht praktikabel. Dieser Hessische Landtag hat die erste Ausnahme zur Schuldenbremse mit dem ersten Nachtrag Milliardensummen in drei Lesungen an einem Tag beschlossen und die wichtigen Hilfen auf den Weg gebracht. Was bitte schön ist an diesem Weg nicht praktikabel? Mir fällt eigentlich nur noch eine praktikablere Variante ein. Auf einen Schlag so viel Geld auf Vorrat aufnehmen, dass man sich 3 Jahre lang entspannt zurücklehnen kann und seine Ruhe hat. Das machen Sie nämlich jetzt. Und damit es noch einmal klar wird, die Regelung der Schuldenbremse hat sich bewährt und sie wird sich weiterhin bewähren. Und je größer und länger die Kreditermächtigung wird, und wir haben hier gewaltige, desto größer ist auch unsere Verantwortung als Abgeordnete zu prüfen, ob diese Regelungen dem Artikel 141 der Hessischen Verfassung eingehalten werden. Und genau daran haben wir Freie Demokraten beim 12 Milliarden kreditfinanzierten Sondervermögen der Landesregierung erhebliche Zweifel. Artikel 141 Hessische Verfassung Absatz 4 lautet, bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen kann, von Absatz 1 abgewichen werden. Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen. Feststellung der Notsituation, erster Teil, und plus Verbindung. Die hierfür notwendigen Kredite müssen in einem engen Zusammenhang stehen. Der Zusammenhang bezieht sich auf zwei verschiedene Punkte. Die kreditfinanzierten Maßnahmen müssen zur Beseitigung unmittelbar der Notsituation
dienen, warten Sie nur, ich komme gleich noch drauf, und die Notsituation muss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung bestehen. Die FAZ hat bei der Vorstellung des Sondervermögens genau den richtigen Punkt getroffen. Sie hat gefragt, was hat dann z.B. die geplanten Mittel zur energetischen Sanierung mit dem Coronavirus zu tun? Deshalb, das ist der unmittelbare Zusammenhang. Deshalb haben wir Freien Demokraten gefordert und fordern es weiterhin, dass alle Maßnahmen der langen Liste einen Corona-Check durchlaufen müssen. Ja, wir wollen Corona bekämpfen und dabei Defizite beseitigen, die sich hier zeigen, etwa bei der Digitalisierung der Schulen oder Hochschulen. Energetische Sanierung gehört wahrlich nicht dazu. Und auch der zweite Punkt, werte Kollegen, ist sehr wichtig, der Zeitpunkt. Aus dem Sondervermögen wollen Sie bis 2023, komisches Datum, ein Schelm, wer Böses denkt, Ausgaben leisten. Und Sie verweisen immer wieder, auch in allen sozialen Medien, auf die Tatsache, dass auch andere Länder Sondervermögen eingerichtet haben. Natürlich ist es nicht falsch, sich etwas abzuschauen, aber Sie sollten bitte schon vollständig hinschauen oder vollständig berichten. Sie verweisen zwar einerseits auf NRW, verschweigen aber zugleich Sachsen, die bis 2030 tilgen wollen. Und bemerkenswert ist ein Faktor bei Ihnen, der gar keine Erwähnung findet, die Dauer des Zugriffs auf das Sondervermögen. Bayern bis Ende 2021, Thüringen bis Ende 2021, Mecklenburg-Vorpommern bis Ende 2021, Sachsen bis Ende 2022, Hessen, da war was mit der Legislatur. Aber deshalb lieber nicht erwähnen. Und gerade weil die Kreditermächtigung, also die Ausnahmen von der Schuldenbremse aufgrund einer Notsituation und zur Beseitigung dienen soll, ist diese enge zeitliche Begrenzung der Ausgaben ja notwendig. Sie haben wirklich hellseherische Fähigkeiten, denn Sie schon wissen, was das Coronavirus 2023 verursacht. Werte Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf das Quorum zurückkommen. Bisher gilt zur Feststellung einer Ausnahmesituation und zur Höhe der Kreditermächtigung ein Beschluss von zwei Drittel der anwesenden Abgeordneten. Vor Corona, der Kollege Warnecke hat es dankenswerterweise erwähnt, waren es sogar zwei Drittel der Mitglieder des Landtags, von wegen sture Blockadeopposition. Wir haben das gemacht. Nunmehr soll ein Beschluss des Landtags, noch nicht einmal wie auf Bundesebene Kanzlermehrheit, also sozusagen Hessen ganz unten bei den Quoren, das reicht, um Berge von Schulden aufzuwerfen. In Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein sieht sogar das Zweidrittelquorum in der Verfassung. Bundesebene, Kanzlermehrheit. Was ein Absturz. Von der Spitze der Bewegung der Finanzpolitik ans Ende, das will diese schwarz-grüne Koalition. Und sehr geehrte Damen und Herren der CDU, das ist Wortbruch gegenüber den Hessinnen und Hessen. Ich gebe Ihnen noch einmal folgende Erklärung mit auf den Weg. Wir haben ja noch einmal ein paar Mal die Woche. Sehr geehrter Kollege Reul, letzten Dienstag haben sich die Haushalts- und Finanzpolitiker der CDU-CSU-Fraktionen der Länder und des Bundes auf Usedom getroffen. Thema war die Schuldenbremse. Ich zitiere, Sie waren leider nicht dabei, vielleicht ist das so das Problem. Die vor Jahren verankerte Schuldenbremse in den Haushalten von Bund und Ländern hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir jetzt finanzielle Spielräume haben, die es uns ermöglichen, vergleichsweise geräuscharm durch die Krise zu navigieren. Die Schuldenbremse ist auch bei weitem kein starres Instrument. Sie ermöglicht das gezielte, befristete Aufnehmen von Krediten in der Krise. Sie bedingt aber auch einen verpflichtenden, generationengerechten Tilgungsplan. Insofern gibt es keinen Grund, die Schuldenbremse in Zweifel zu ziehen. Sie hat durch die Pandemie nicht an Bedeutung eingebüßt, sie hat vielmehr ihre erste echte Bewährungsprobe bestanden. Die Überschrift der Erklärung. Die Überschrift dieser wunderbaren Erklärung der CDU-CSU-Kollegen, Fachkollegen, bringt es auf den Punkt. Schuldenbremse ist Maßstab für solide Haushaltspolitik. Sie, werte Kollegen der Union,
Sie verlassen diesen Weg der soliden Haushaltspolitik. Überlegen Sie sich dieses. Überlegen Sie sich dieses, bevor Sie diesen Schritt tun, dass die Schuldenbremse schwächen, den Schuldenberg anhäufen und sich sozusagen contra legem zu der Erklärung Ihrer eigenen Kollegen verhalten. Wir haben ja noch etwas Zeit die Woche. Wir reichen Ihnen weiterhin die Hand. Bis Samstagmittag ist Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Jörg Michael Müller. Lieber Kollege Lenders, was gibt es denn? Drück mal. So. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Eine überzeugende Rede von der Kollegin Schardt-Sauer. Sie hat ja uns schon angekündigt, dass wir viel Zeit haben werden. Im Namen der FDP-Fraktion beantragen wir die dritte Lesung. Herzlichen Dank. Jetzt hat der Kollege Müller das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Manche Argumente im Zusammenhang mit dem, was hier eigentlich zur Abstimmung steht, finde ich schon faszinierend. Es wird ja alles durcheinandergewirbelt, meine ich jedenfalls. Wir diskutieren, bedauern Sie ruhig, bedauern Sie sich, das ist besser. Also, es wird vieles durcheinandergewirbelt. Durcheinandergewirbelt, meine ich jedenfalls, wird die Diskussion mit der Frage der Kreditaufnahme, mit der Frage der Haushaltstechnik, mit der Frage, was beschließen wir eigentlich heute hier. Und, Kollege Warnecke, Sie sprechen von Minderheitsrechten. Also, ich finde, wir, wie jeder in diesem Land, wir haben so ein paar allgemeine Geschäftsbedingungen. Und die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Bund, das ist das Grundgesetz, und Sie werden mir zustimmen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die uns vollkommen binden mit allem in Hessen, das ist die Hessische Verfassung. Die ist alt, das ist die älteste in Deutschland, und ich finde, wir haben sie ja auch modernisiert, gemeinsam alle miteinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor allem. Ja, die sagt auch was zum Haushalt, selbstverständlich. Die sagt in Artikel 141, ist schon ganz oft heute zitiert worden, was die Schuldenbremse ist und was wir zu tun haben. Und das ist korrekt, das ist auch gut so. Und da sind wir der Meinung, das ist richtig, was da steht. Aber Artikel 141 sagt noch etwas anderes. Artikel 141 sagt, es gibt ein paar Umstände, die muss man beachten, und da darf der Landtag auch etwas anderes tun. Und im letzten Absatz steht, das Nähere zu dem allen regelt ein Gesetz. Und das hat der Hessische Landtag getan. Der hat gesagt, wir haben ein Ausführungsgesetz zum Artikel 141, und danach gehen wir vor. Da stehen aber vor allem die Regelungen zur Art und Weise der Kreditaufnahme, zur Art und Weise der Kontoführung, hat jemand sehr viel Fantasie gehabt, zur Art und Weise der Kontrolle des Ganzen, und es steht tatsächlich die Mitwirkung zwei Drittel drin, in einem einfachen Gesetz. Wollen Sie mir sagen, dass in diesem einfachen Gesetz die Minderheitenrechte der Mitglieder des Hessischen Landtags geregelt werden können? Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, das wäre mir neu, dass in Nichtverfassungsrecht die Rechte der Abgeordneten des Hessischen Landtags beredet werden. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Herr Weiß, ich finde es ja so faszinierend, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, der Hessische Landtag beschließt in einem einfachen Gesetz, Mitglieder des Hessischen Landtags können nur Frauen sein. Das kann nur mit Zweidrittelmehrheit, abgeändert werden. Sie würden mir sofort zustimmen, jedenfalls die Männer in diesem Haus. Das ist eine völlig verfassungswidrige Regelung. Und Sie würden den Gesetzgeber bitten, nämlich den gleichen Gesetzgeber, der es vorher bestimmt hat, ein neues Gesetz zu machen, in dem so etwas nicht mehr drinsteht. So viel zum Thema einfach gesetzliche Regelung im Verhältnis zu Verfassungsrecht. Und wie bitte? Die zwei Drittel? Ja, jetzt, ich komme ja dazu. Lassen Sie mich aussprechen. Ich bin ja nun ein neuer Abgeordneter. Ich war in dem Landtag, der das damals beschlossen hat, der sich vielleicht selbst gebunden hat, überhaupt nicht Mitglied. Und komme jetzt in ein Parlament hinein. Wissen Sie, wenn Sie sich aufregen, finde ich das klasse. Aber ich habe doch die Lautsprecher. Das geht doch immer 1:0 für mich aus. Also,
Ich komme als neuer Abgeordneter im Hessischen Landtag und finde eine Regelung vor, die steht gar nicht in Artikel 88 unserer hessischen. Ich komme in den Landtag, habe ich gesagt, Herr Lambrou, und finde eine Regelung vor, die steht gar nicht in Artikel 88 der Geschäftsbedingungen des Hessischen Landtags drin, nämlich der Verfassung, wonach Abstimmungen schlicht und einfach mit Mehrheit der Abgeordneten erfolgen. Was wollen Sie denn den Abgeordneten sagen, die sagen, ja, ich gehöre aber nicht zu diesen Abgeordneten, die hier mitstimmen können? Wie soll das funktionieren? Also schlicht und einfach die verfassungsrechtliche Frage des Artikel 141 Ausführungsgesetz ist problematisch. Und ich zitiere da, Herr Kaufmann, ich mache es dann mit den weiteren Sätzen auch noch einmal. Ich zitiere einfach Norbert Schmidt, den vormaligen Finanzpolitiker der SPD in der entsprechenden Periode, einfach noch einmal. Die Zweidrittelmehrheit halten wir für rechtlich äußerst problematisch. Sie wissen alle, solche Zweidrittelmehrheiten, ich fühle mich, das ist ein Déjà-vu, solche Zweidrittelmehrheiten führen am Ende immer zu politischem Kuhhandel. Am Ende führen sie immer dazu, dass es um Mehrheiten geht, die nicht die Regierungsmehrheit abbilden, sondern da müssen weitere hinzugenommen werden, und die wollen einen Preis haben. Da hat es damals sehr weise in der Opposition sitzend beschrieben, warum die Zweidrittelmehrheit in einem einfachen Gesetz nicht möglich ist. Und zu Ihnen, Herr Rock, gerne auch. Die FDP hat einen Verfassungskonvent gemacht. Sie hat ein Programm gemacht zum Thema moderne hessische Landesverfassung. Und da haben Sie sich zu ganz vielen faszinierenden Dingen geäußert. Sie haben sich zu ganz vielen faszinierenden Dingen der hessischen Landesverfassung und ihrer Modernisierung geäußert. Sie haben sich geäußert zu Rechten von Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben sich geäußert zu Rechten der Minderheiten bei den Bürgern. Sie haben sich zu allem geäußert. Sie haben sich nur nicht zu den verfassungsmäßigen Minderheitsrechten der Abgeordneten des Hessischen Landtags geäußert. Offenkundig haben Sie solche Defizite in keinem Punkt erkannt. Ja, das kann ja sein, dass es die Gerichte regeln. Dann ist es ja auch doch in Ordnung. Nur noch einmal, auch die Gerichte in Hessen halten sich an die hessische Landesverfassung. Und dort steht in Artikel 88 genau das drin, was ich Ihnen gesagt habe, nämlich die Mehrheit der hessischen Abgeordneten stimmt ab mit Ja oder mit Nein, und die Mehrheit der Stimmen entscheidet im Landtag. So einfach ist es nun einmal, und so hat es die Verfassung vorgesehen. Und es gibt im Gegensatz zu vielen anderen Landesverfassungen, Sie haben es vorhin, Frau Staatssauer, richtigerweise zitiert, bei uns in der Hessischen Landesverfassung keine Minderheitsquoren, die vorgesehen sind bei einfachen Abstimmungen. Und deshalb ist das so, und deshalb muss man diese Frage der Legitimation schlicht und einfach stellen. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie können ja diskutieren. Ich finde das völlig in Ordnung, dass Sie zu der Frage der Verschuldung, zur Frage der Möglichkeiten der Refinanzierung unterschiedliche Auffassungen. Herr Kollege Müller, der Kollege Grüger hat eine Zwischenfrage. Würden Sie die zulassen? Lasse ich nicht mehr zu. Ich habe ja etwas versprochen. Also, lange Rede. Ja, ich habe ein Versprechen abgegeben meinem parlamentarischen Geschäftsführer. Das halte ich immer ein. Also, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lange Rede. Kurzer Sinn. So knapp, so kurz, wie es die hessische Verfassung sagt, die Mehrheit entscheidet. Und im Übrigen kommt es auch nicht gerade darauf an, Herr Rock, um auf die letzte Sitzung zu rekurrieren, ob die Mehrheit 50, 30, 12 oder nur eine Stimme ist. Denn Mehrheit ist demokratisch immer Mehrheit. In diesem Sinne ist nichts Verwerfliches an diesem Gesetzentwurf. Wir stimmen dem fröhlich zu. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen!
Ich habe gerade mitbekommen, werter Vorredner, dass wir einen selben Vornamen haben. Viel mehr verbindet uns aber offensichtlich nach Ihrem Redebeitrag nicht mehr. Ich muss gestehen, so viel Chuzpe hätte ich einem Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion nicht zugetraut. Und ich bin sehr gespannt, ob nicht der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender jetzt mal wirklich dazu Stellung nimmt. Jetzt mal wirklich dazu Stellung nimmt. Sie haben, Herr Kollege, eben gesagt, wir als CDU haben verfassungsrechtliche Bedenken bei der Zweidrittelmehrheit. Herr Gott, noch einmal, wer hat denn die Hand gehoben damals für diese Zweidrittelmehrheit? Wer war denn das? Wer war denn das? Und damit jetzt noch ein Märchen von dieser Plattform hier abgeräumt ist, Sie haben es eben auch angedeutet, dieses war ein Beschluss der Koalition von CDU und FDP. Dieses war keine Nötigung der FDP gegenüber der CDU, damit das auch mal ein für alle Mal klar ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde es nicht tun, was andere hier schon getan haben, nämlich aus internen Koalitionsgesprächen zitieren. Aber ich kann von einer Pressekonferenz berichten, in der der damalige Ministerpräsident gemeinsam mit seinem damaligen Stellvertreter davon gesprochen hat, dass wir damit auch Minderheitenrechte in diesem Parlament stärken wollen. Und Sie sagen jetzt genau das Gegenteil. Sie müssen wirklich aschneu in diesem Thema sein. Vielen Dank, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.